So, ich grüße euch. So, gerade hat mein Experience mal wieder, oder wie das heißt, nicht funktioniert. Ich will einfach mal gucken, wie das aussieht. Ob sich es lohnt, irgendwas in Rust zu verkaufen. Ein Kumpel hat mir schon berichtet, dass das nicht der Fall ist. Weil irgendwie sinken die Preise gerade ein bisschen. 1,27 €. Ja, gut, ich fange mal hier oben an, so wie immer. Gut, der steht immer noch bei weit über 3 €. Mein Schlafsack, den werde ich nicht verkaufen. Das ist meiner, der gehört nur mir. Was haben wir hier noch Feines? Ah, 1,33 €. Die Knarre ist auch scheiße. 3,49 €. 2,16 €. Zurzeit geht alles ein bisschen den Bach runter. Ich weiß auch nicht wieso. Was kostet die? 3,42 €. Immer die habe ich endlich mal eine von den Sachen, die ich gut gekauft habe. Und meinen wundervollen Furnace, den ich niemals verkaufe. Mein Ghosty Flame Furnace. Was haben wir hier denn noch? Meine Maske ist immer noch ein Minusgeschäft. Die behalte ich. Mein Stein ist schlecht. Irgendwie sind die Preise gerade ultra im Keller. Ich weiß nicht warum. Es wird so viel verkauft. 1,62 €. Wenn ich die verkaufen würde, die steht immer noch genauso schlecht wie vorher. Dann würde ich 1,41 € kriegen. Dann kriege ich Grandiose. Na, ich verkaufe die, ist mir egal. Grandiose 11 Cent Gewinn, aber ich muss sie loswerden. Irgendwie steigt die in der letzten Zeit. Ja, machen wir schon. So, das ist ein Minusgeschäft gewesen. Die Tür habe ich sogar zweimal und die Schippe 1,26 €. Das ist total arm. Wie gesagt, die Preise sind irgendwie im Arsch gerade. Da habe ich ein Minusgeschäft gefahren. Das ist noch eine, wo ich ein, ja, ab 2,13 €, das ist okay. 1,70 €, ne, 1,30 € gekauft. So, 2,66 €. War letzte Woche. Auf jeden Fall noch über 3 €. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie verkaufen die Leute alle? Was ist denn da los? 1,64 €. Die verkaufe ich jetzt auch, weil das ist auch so ein richtiger Reinfall hier gewesen. Da habe ich dann noch grandiose ein paar Cent Gewinn gemacht. So, 1,66 €. Die behalte ich, weil die will ich selber benutzen. Die finde ich cool. 1,30 € gekauft, das auch für 1,30 €, 1,46 € sind alles. Auch so ein Garagentor, was mir nichts. 1,46 €, verstehe ich nicht. 1,53 € für 1,30 € gekauft. Bei 1,53 € mache ich keinen Cent Gewinn dabei. Doch, 4 Cent. Okay, ich verkaufe sie. Ist mir egal, die muss weg. Ich habe einfach zu viele Furnaces. Furnaces? Heißt es Furnaces? 1,50 €, die verkaufe ich auch, weil ich habe einfach zu viel Blödsinn in. 1,31 €. Na, das war ja ein tolles Geschäft. 1 Cent Gewinn gemacht, wenn ich sie verkaufe. So, der ist ein Reinfall. 1,30 € gekauft. Wieso habe ich ihn gekauft? Der ist auch ziemlich hässlich eigentlich, um ehrlich zu sein. €1,30 gekauft. Okay, jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen. Behalte ich die Monsterbox oder behalte ich die? Weil die ist irgendwie cool, die Box. Und dieser wundervolle, den gab es letztes Wochenende beim. Boah, ist auch ein Reinfall. 1,06 €. Oh Mann, man kann gar nichts mehr kaufen. Zurzeit geht gar nichts. Es wird so viel verkauft. Mann. Aber er sieht cool aus, davon mal abgesehen. Gerade diese Herzchenaugen, den behalte ich auch. Den finde ich cool. Und was ist das? Das ist eine Sheet Metal Door, 1,28 €. Ah, die sieht, mit diesem Totenkopf sieht die auch gut aus. Was ist denn, wenn ich die verkaufe? Die wollte ich eigentlich nie verkaufen, weil ich die eigentlich echt schön finde. Da hätte ich dann 50 Cent Gewinn gemacht. Ich behalte sie. Ich riskiere es. Ich behalte sie bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Da kann ich wenigstens aus zwei coolen Sheet Metal Doors wählen. Das ist schon mal nicht schlecht.
Bloody Hoodie für 76 Cent. Um ehrlich zu sein, den brauche ich nicht. Der sieht zwar cool aus, aber ich rüste die so selten aus, also wird er vertickt. Weg damit. So, ja. Ich weiß es nicht. Wie man sieht, habe ich eigentlich gar keine wirklichen Klamotten drin. Das kostet 86 Cent, die behalte ich auch. Finde ich auch schön. Ja, wie man sehen konnte, ist nicht wirklich viel, was man verkaufen kann gerade. Weil die Preise einfach nur runtergehen. Okay, ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag. Bis denn dann, ciao. Macht nicht so viel. Jetzt ist das Problem. Ich muss, weil mein GeForce Experience nicht funktioniert. Was soll das? Warum nicht? Warum gehst du nicht? Funktioniere! Alt F9. Ich will Alt F9 verwenden.